So, herzlich willkommen meine Grieger und Griegerinnen zurück zu Beyond Divinity. Tatsächlich lief die letzte Folge richtig gut. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich heute überlege, ein bisschen länger Beyond Divinity aufzunehmen. Wenn das so weitergeht, why not? Wir sind, glaube ich, bisher einmal gestorben. Ich meine, für euch ist es nicht relevant, weil die Folgen kommen. Für mich ist es eher relevant, damit ihr auch mitbekommt. Oh ja, da ist der Eingang zur nächsten Ebene. Damit ihr auch so mitbekommt, was geht in meinem verrückten Schädel eigentlich so vor, wenn ich aufnehme. Und klar, wenn mir ein Spiel nicht so Spaß macht, dann kostet es mich mehr Überwindung. Und ich denke, für die, die regelmäßig zuschauen, die regelmäßig Beyond Divinity gucken, denen wird bewusst sein, dass Beyond Divinity nicht gerade mein Favoritenprojekt ist. Aber, wie ich immer wieder gesagt habe, ein Spiel besiegt mich nicht. Ich besiege das Spiel. Safe. Also safe. Da kenne ich gar nichts. Sehr gut. Ja gut, wir sind durch. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass wir hier so schnell durchkommen, weil jetzt kommt ja nur noch die finale Ebene. Entweder ist auf jeder Ebene ein Endboss, auf fünf Ebenen, oder ist es wieder so wie beim letzten Mal, also dass halt die ersten drei Ebenen useless sind, useless, und eben die no way. Das war erst die erste Ebene. Scheiße. Das war erst die erste Ebene. Oh, es ist kacke. Und ich war mir sicher, wir sind durch. Boah, ist das bitter. Das hatte ich, glaube ich, in meiner Beyond Divinity-Karriere einmal. Mythos oder Realität, gibt es die K... Achso, das haben wir schon mal gelesen. Das ist ja unfassbar bitter jetzt. Odin, du Idiot. Du elender Idiot. Ich war mir so sicher, wir steigen auf Erdpfeile um, Freunde. Einfach aus Jux. Ich war mir ja so sicher, dass wir schon in der zweiten Ebene sind. Och nö. Naja, gut. Hilft jetzt alles nichts. Können wir jetzt rumheulen oder wir stellen uns der ganzen Sache? Dann hauen wir halt die Ebene so noch durch. Wie kacke. Also wie ultimativ kacke. Oh. Das einzig Positiv... Okay, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Jetzt wäre es wichtiger, ein Exempel zu statuieren.
Die haben auf jeden Fall einen Stun-Angriff da drin. Ja. Kriegen auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel Nahrung wieder. Oh, das sieht mir nach einem groben Rausch aus. Das sieht mir nach einem groben Rausch aus, Freunde. Das war, glaube ich, nach all der Anstrengung auch mal wieder nötig, mein Freund. So. Da kamen wir doch daher, oder? Genau. Eisskelette sind immer gern gesehen von mir. Glaube ich, ich nehm wirklich jetzt dann noch eine Stunde davon auf, weil lieber zocke ich dann am Abend 2 Stunden Oblivion, so zum Abreagieren. Ich habe das bisher einmal gemacht, dass ich am Abend Ding gespielt habe, Beyond Divinity, und es ging schon. Also so schlimm war es dann auch nicht, aber ich dachte mir dann schon auch so, oh, es ist eigentlich nicht das richtige Spiel, um den Aufnahmetag schön ausklingen zu lassen. Das ist eigentlich das Gegenteil. Ja, weil die zu viele Gegner sind, ja. Boah, ich muss irgendwann mal, also entweder in irgendeine Richtung muss ich jetzt da mal das Ende finden. Ja, komm, sie geht nicht los. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass nicht in allen Dungeons die gleichen Gegner sind. Das würde ich mir wirklich wünschen. Ups. God is so smart, I doubted. Das war's. Was ist das denn? Ja, was bin ich denn auch für ein Depp? Ich dachte, wir haben den Raum durch. Odin. Los Trottelos. Ohne Scheiß. Sag mal, das sind jetzt unterschiedliche Dungeons, oder? Ich finde, die sind alle unterschiedlich aufgebaut. Also, ist geil. Ist natürlich deutlich angenehmer, als immer denselben Bums zu spielen. Vorsicht.
Vorsicht. Wir müssen bloß schauen, dass ja genau das in bereits kontrollierten Gebiete nicht Gegner einfallen hier. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein, Freunde. Ich glaube, ich habe mich in die falsche Richtung durchgekämpft. Jetzt kommt da schon wieder so ein Eumel. Heieieiei. Die sind mir sowieso die Liebsten. Keine Spezialfertigkeiten, keine Magie, einfach nur Schwert und Schild. Und dann kriegen sie von uns gediegen auf die Fresse. Wie hat denn der jetzt gerade beide erwischt? Wir stehen so weit auseinander. Erst ihn. Gut. Sehr gut. Also wir haben zumindest die Grenze des Ostens gefunden. Die Grenze des Ostens? Oh. Ja, komm Junge. Ist ja gut. Geil, Pfeile. Jetzt bin ich gerade kurz davor, die Erdpfeile aufzubrauchen. Naja, kurz davor, 300. Es dauert schon noch ein bisschen. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, dass wir vom Bogen auf die Armbrust umgestiegen sind, weil da dachte ich mir so... Weil wir da so viele Fertigkeitspunkte reingebuttert haben. Aber woher willst du es wissen, ne? Kommt einer. Zwei. Oh, scheiße. Das habe ich unterschätzt. Oh, scheiße. Das ist genau das Problem. Das ist das Problem, wenn dir mal öfter gelingt, so 6 bis 8 Gegner umzulegen, dann denkst du nicht drüber nach, wenn du 2 siehst, zu speichern. Aber du solltest wirklich, gerade wenn du so einen Shortcut hast dafür, wenn das nur 2 Tasten sind, die du drücken musst, speicher ab. Ich weiß bis heute, by the way, nicht so wirklich. Was das für Bienen sind, die auf uns loslassen. Aber ich glaube, Mage hätte man auch schön machen können. Aber da fehlen einem, glaube ich, auch so ein bisschen die... Also, ich weiß nicht, ob man auf die verschiedenen Nummern Zauber hätte setzen können, das weiß ich leider nicht, weil sonst glaube ich wäre einem, also wäre mir persönlich der Mage zu stressig. Oh, da unten ist der Eingang zur nächsten Ebene. Da ist der Eingang zur nächsten Ebene. Dann kämpfen wir uns mal nach unten. Kämpfen wir uns mal hier so entlang. Wäre jetzt auch verrückt gewesen, wenn es geklappt hätte.
Schaffe ich noch eine Stunde lang in dem Spiel offen und gutherzig zu sein? Weil gerade eben war schon wieder, ich hab's so gespürt, diese leichte Genervtheit. So, das läuft alles sehr, sehr gut, Freunde. Hier waren wir schon mal, genau. Ah, da haben wir das untere Eck eh schon ausgeforscht. Sehr schön. Ja, nice. Ah, nee. Ganz durch sind wir noch nicht. Opfertechniken anderer Kulturen. Es ist ziemlich erschreckend zu lesen, was andere Rassen ihren Göttern opfern müssen. Ja. Lassen wir es doch einfach mit dem Opfern, oder? Wie wäre es damit? Ja, ich weiß. Nein, das ist ein primitiver Gedanke. Machen wir weiter damit. Moin. Sandalen aus Platin. Die musst du halt auch erstmal tragen können, gell? Oh moin. Zack, zack. Warum öffnet er manche und manche schlägt er auf? Es muss irgendwas mit einem verdeckten Aggressionsproblem zu tun haben. Schön. Dann one-hittet er sie wieder weg, nach allen Regeln der Kunst. Kranker Typ. Gut, wenn der eine mit dieser Metallfaust in die Fresse haut, gell, dann ist halt auch dein Kiefer einfach mal nicht mehr da, wo er sitzen soll. Die und ihre scheiß Pfurzattacken. Okay. Ja, das sieht doch alles ganz fein aus. Wieder Bier. So muss das, Freunde. Zack, zack, zack. Okay.
Ja, Another Day in Paradise. Ich weiß immer noch nicht, ob ich nachher direkt noch eine Stunde aufnehme. Oder ob ich dann mal zwischendrin was anderes aufnehme. Ich kann es noch nicht genau sagen. Aber ich würde mich für heute auf jeden Fall verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder zu Beyond Divinity. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.